Regio TV Plus hat der Baselbieter Künstler Dave in Brasilien besucht, wo er an seinem fünften Werk in Serie zum jeweiligen Finale der Fußball-Weltmeisterschaft arbeitet. Zu diesem Zweck ist er mit Helfer und Familie in die Nähe von Esplanade gezögelt. In verschiedenen Folgen berichtet Regio TV Plus von diesem Experiment. Der Dave ist am Ort bereits von Presseleuten und Politikern in seinem Atelier besucht worden und freut sich über die Resonanz. Im Interview erzählt er uns über den Fortschritt an seinem Werk und über die Schwierigkeiten, die seinen Schaffungsprozess begleiten. Ja, 2014 haben wir gleich. Und das ist natürlich für mich wieder ein Grund für hat WM zu denken, und zwar die Fußball-Weltmeisterschaft. Und die findet jetzt in Brasilien statt. Und das Finale wird am 13. Juli in Rio sein. Und ich habe jetzt auch zum allerersten Mal das Glück gehabt, dass ich eigentlich eingeladen worden bin, für in Brasilien ein Werk zu machen. Also ich bin auf einmal in Laufe im Atelier gesehen und dachte, hey, das habe ich noch nie gemacht, vor Ort das Werk zu machen und das Land zu spüren und zu schauen, auch vielleicht auch Materialien in Brasilien zu nehmen. Und so habe ich eigentlich auch durch eine glückliche Fügung eigentlich die Chance bekommen, auf Brasilien das ganze Werk, WM-Werk 2014, zu machen. Und es hat mich jetzt hier hinverschlagen, und zwar ist das in Bahia, oberhalb von Salvador, etwa 2 Autostunden von Salvador entfernt, nördlich, und das ist in Esplanada. Das ist ein Ort, vielleicht mit etwa 20-30'000 Einwohner, und ist eigentlich ein bisschen verschlafenes Käffli, ist aber dann aber doch noch ein bisschen busy und so, durch den Samstag am Markt und so. Und so habe ich die Möglichkeit, hier zu bekommen, für hier das Weg zu machen. Ich bin hier angekommen, habe ein bisschen angefangen, den Steuerbord zusammenkleben, und da sieht man eigentlich gar noch nicht so viel. Und ich war völlig überrascht gewesen. Also mir hat der Toni gesagt, ja, es kommen vielleicht 2-3 Leute. Und irgendwie sind, glaube ich, 25 bis irgendwie 40 Leute da gewesen. Sie sind um das Werk herumgestanden. Dann haben wir natürlich einen Film können zeigen. Und dann haben wir gemerkt, dass das Fernsehen hat sich schon angemeldet. Und wir haben einen Termin bei der höchsten Kulturministerin in Brasilien, der Hauptstadt. Also man merkt, es kommt auf einmal schnell etwas in Bewegung. Der Gouverneur von Salvador wird wahrscheinlich auch gleich hier stehen. Also, nein, es ist für mich wirklich noch spannend, jetzt zu schauen, was alles passiert. Also, der grosse Unterschied sind, glaube ich, oft auch die Mentalität der Leute. Das ist komplett etwas anderes. Und man merkt auch, dass das spürt man in allen Sachen, wenn man unterwegs ist hier in Brasilien, wie die Leute auch unterschiedlich denken, wie sie unterschiedlich sie ticken ganz anders. Es ist vielleicht so, dass man sagen kann, dass man halt immer aus dem Ganzen ein bisschen Lebemensch. Also wenn es dann halt regnet, dann stehen sie an, unten dran, und dann wird nicht weiter geschafft. Oder wenn es irgendwie man muss oft schon ein bisschen Strukturen drin haben und man soll genau überlegen und wissen, wenn sie dann halt irgendwie einen Moment lang, wenn es regnet, man würde sie heimschicken, dann sieht man sie vielleicht einen Monat nicht mehr, oder? Dann machen sie einen anderen, dann schaffen sie nachher nicht mehr anders, oder? Es sind recht viele Sachen, wo man einfach so ein bisschen wissen und mit den Leuten umgehen muss, oder? Aber ich glaube, je klarer, dass man es eigentlich auch sagt und selber weiss, ist es auch umso besser. Das Dorf Esplanada ist der nächste Ort, wo Einkäufe getätigt werden können und wo soziales Leben stattfindet. Dieser Ort ist hauptsächlich von Einheimischen frequentiert und es herrscht ein anderer Puls als der, den der Dave aus Europa kennt. Wir haben ihn auf dem Ausflug an den Markt von Esplanada begleitet und dort eine spannende Welt kennengelernt. Der Markt ist wie aus dem Märchen von 1001 Nacht und hält für die Besucher aus der Schweiz viele Überraschungen bereit. Was mir an Esplanada gefällt, das ist so etwas, von dort, wo ich herkomme, muss laufen. Man kennt sich, oder? Es ist auch, man kann hier auch Hilfe holen. Der Toni lebt schon lange hier, und das Esplanada ist eigentlich
Ja, es gibt eigentlich so eine Fifth Avenue, sagen wir dem immer. Es gibt eine Strasse, wo man da durchgeht. Da sind alle Läden, da ist die ganze Bewegung. Und dann gibt es einen Central Park. Wir sagen dem Central Park. Da gibt es einen grossen Christus, der angestellt worden ist vom Bürgermeister, vom Vorhergehenden. Und als ich das erste Mal angekommen bin, habe ich natürlich fast ein bisschen lachen. Er ist schon etwa 18, 19 Meter hoch. Aber er ist, ja, er sieht für mich ein bisschen aus wie ein Zigeuner. Und er ist eigentlich genau in dieser Fifth Avenue oder am Central Park ist er genau am Ende oder ganz zentral am Bahnhof und er zeigt eigentlich gerade dort an, wo man muss gehen, wo es Richtung Atelier geht. Also es gefällt mir eigentlich gleich dann wieder, oder? Und die ganze, das ganze, alles was in dieser Strasse passiert, das ist wirklich sehen, gesehen werden. Dort ist nachher auch der Markt, wenn man ein bisschen abzweigt und da geht man mal in einen Laden, man kauft vielleicht sogar ein Werkzeug, aber irgendwie ein Kabel fehlt dazu oder zum Kompressor und dann muss man noch den Laden finden, der dann alle unterschiedlichen Kabel hat. Also es ist aber nicht so einfach, auch gewisse Sachen gerade zu besorgen. Ist aber natürlich durch das auch spannend. Und nein, also die Esplanade ist eigentlich gerade ideal. Es hat nicht gerade alles, aber es hat schon recht viel. Jeden Samstag findet der März statt. Und da muss man sich vorstellen, Esplanade, der Ort. Aber ringsherum, das ist sehr ein grosser Bezirk, wo es ganz viele irgendwie auch Rancher oder Bauern oder ein Farmer hat, der alle ihre Sachen bringen. Und das ist dann ein ganz lebhafter Markt. Es ist sehr gesehen werden. Gewisse hat man das Gefühl, sie kommen umeinander, um andere Leute zu treffen oder um am Schluss vielleicht auch ein bisschen zu viel zu trinken. Und dann hat es aber auch recht viel, wo halt einfach wirklich, das ist ein ganz wichtiger Tag für viele, damit sie ein paar Real machen können. Also ein bisschen Geld und ein paar Bohnen oder irgendetwas verkaufen. Es ist schon ganz ein spannender Markt, weil da ist kein einziger Tourist. Also der Markt ist ganz echt. Gerade Mittag. Hi! Okay! Weißt du, das nimmt er raus. Das nimmt er alles innen raus, Nika. Macht den Fisch auf. Schneidet alles raus. Der Besuch vom Markt in Esplanada ist ein Abenteuer, das an Farben, Gerüchen und Eindrücken fast nicht zu überbieten ist. Am Ende des Nachmittags steht noch der Coiffeur auf dem Programm und der Dave geht ganz im Bild von den Einheimischen auf. Nach dem samstigen Einkaufen gönnen wir uns einen. Einen guten Gaipirinha. Tschüss zusammen.